Willkommen hier zur nächsten Partie. Werder Bremen empfängt die Augsburger. Das heißt Platz Nummer 14 gegen Platz Nummer 13 bei uns. Zwischen diesen beiden Vereinen eine ausgeglichene Bilanz. Beide Vereine haben jeweils zweimal gewonnen und es gab auch schon zwei Unentschieden. Rashica von den Bremern mit 15 Toren in unserer Online-Bundesliga der viertgefährlichste Schütze. Er wird unter anderem überboten von Niederlechner, dem Augsburger. Der hat schon 17 Buden in der Saison erzielt, ist momentan auf Platz Nummer 3. Davor live stand Bailey, 21 Tore auf Platz 1 und auf Platz 2 dazwischen noch Lewandowski mit 20 Treffern. Aber Lewandowski, der kann ja noch einnetzen. Die haben noch nicht gespielt. Die Münchner, die haben es ja mit Freiburg zu tun. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf diese Partie. Schreibt es in die Kommentarbox. Was glaubt ihr denn? Wie endet das FIFA-Match und die reale Begegnung? Mielbacher ist an der Pfeife. Und dann gucken wir mal, wie das hier so wird. In den letzten zwei Spielen war die Defensive sehr stark. Uiuiui. Ui, ui. Und hier nach 6 Minuten die erste große Chance für Mucke. Abseits. Da war Niederlechner das erste Mal. Kurz vorm nächsten Treffer. Abseits. Boah, da hat aber Yannick gepennt. Mielbacher ist auch an der Pfeife. Ja, sorry, Mielbacher. Nur Pfeife. Nur Pfeifen hier, ey. Ja, ehrlich. Ja, Mielbacher, dann lass das auch, genau. Ja, scheiße. Finn Bogason setzt sich da ganz stark durch und ja, den macht Mucke rein. Verdammter Mist. Das ist die erste Führung. Ja, jetzt, wo zu spät ist. Was machen wir? Stellen wir taktisch um? Greifen wir jetzt so richtig an? Ich weiß es noch nicht. Ach, das ist... Ach so. Heißt auf Deutsch, er macht noch gar nicht ernst. Hallo, natürlich. Nein. Ja, der kann auch schon mal reinkullern. Verdammt. Schade, schade, schade. Oh, oh, oh. Aus! So, jetzt ist er weg. Ich meine, ich hatte ja mit Bremen auch am letzten Spieltag richtig zu tun gegen Leverkusen und dann kurz vor Schluss noch 2 Buden gerade so gemacht. Diesmal werde ich etwas früher reagieren. Ja, und das werde ich jetzt auch müssen. Niederlechner. Da ist er. Tor Nummer 18. Mann, Mann, Mann. Hm.
Mein Gott, ist denn der so schnell? Als der Radschützer. Ja, das ist alles klar. Ich war aber ein bisschen Gefahr hier von den Gastgebern. Ja, das muss dann... Ey, hallo? Mehlbacher, das muss eine Karte geben! Taktisches Foul! Da wären wir durch gewesen. Schade! Aber wir erarbeiten uns jetzt langsam mal ein paar Chancen. Ein paar Flenker, also komm hier. Oh, gut gemacht. Scheiße. Shit, 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 shit. Geht doch. Schon wieder ein Pfostentor von Mucke. Das zweite an diesem Spieltag. Ja, und das war's dann auch schon. Elfmeter-Tor, also. Ja. Oh nee, jetzt stellt er taktisch wieder oben. Oh nee. Jetzt, wo ich es halbwegs raus habe. Schieb dich! Nein. Weiter geht's. Das wird eine sehr, sehr schwere zweite Hälfte. Und wieder mit Bremen. Das ist das zweite schlechte Spiel in Folge. Das ist natürlich total harmlos. Komm, zieh, 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 zieh. Ja, jetzt. Oh, super gehalten. Super gehalten. Das war mal wieder eine Chance für Bremen. Aber wir nutzen sie aktuell nicht. Na, abseits, oder? Bah. Dann ist der ja echt weit entkommen. Hast du da dran? Nee. Nee. Da war wirklich schlecht. Herr Flenker! Puh! Und da kommt da noch so ein Ball an. Na, endlich.
Ah, shit. Oh. Jetzt. Oh, schlecht. Ich hab gesagt, nach hinten. Oh, sind das jetzt Fehlpässe? Konzentration hier bitte. Oh, super. Oh, und der macht der Keeper auch noch scheiße. Pfaff-Linker hier. Da haben wir 3-4 Mal den Ball hergeschenkt. Das darf nicht sein. Mann, 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 Mann. Wir müssen die Chancen nutzen. Denn zumindest mal ein Eckballtor. Nein! Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Schön. Ja, Schwitzer trifft. Oh. Geht vielleicht doch noch was. Ist das wieder der Bremer Schlussspurt? Aktuell hat das ein paar Parallelen zu Leverkusen. Boah, der war nicht schlecht. Oh, Pfaff-Linker, der ist zu weit. Der geht nur ins Aus. Es gibt noch einen Eckball. Ne. Das war's. Bremen verliert. Ja, wir haben Chancen nicht genutzt und kamen auch viel zu spät jetzt so richtig in Schwung. Mucke mit dem ersten Sieg an diesem Spieltag. Juhu. Und mit der nächsten Möglichkeit. Denn das nächste Match lautet Stuttgart gegen Gladbach. Mucke ist mit Gladbach zu Gast. Bis dahin, tschüss. Wiederschauen.